Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bodyforming. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Rebecca und heute machen mit mir Malini und Fabian wieder Sport. Wir trainieren heute unseren ganzen Körper einmal durch und ihr braucht heute Hanteln oder auch Wasserflaschen oder auch Bücher oder irgendwas, was ihr greifen könnt, was so vielleicht 1 bis 2 Kilo wiegt, das wäre perfekt. Also wenn ihr noch nichts habt, dann düst schnell los und holt euch irgendwas. Wir haben hier 2,5 Kilo, ich denke, damit werden wir ganz gut durchkommen. Wir starten mit dem Aerobic Warm-Up, ihr braucht sonst noch eine Matte und wir starten einfach mal los. Sodele. Wir machen wie immer erstmal Aerobic zum Warmwerden, damit wir alles einmal durchbewegen, den ganzen Körper einmal schön aufwärmen und alles mal richtig gut durchbewegen. Atmet ein, macht euch lang. Zieh die Schultern einmal hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Sehr gut. Wir schwingen einmal nach rechts. Nimm die Schultern einzeln wieder mit. Sehr gut. Wechsel nach vorne. Mach die Bewegung jetzt richtig schön groß. Ich hoffe, du hast genug Platz in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du gerade bist. Ansonsten wirst du es gleich merken. Zurück zum Schwingen. Nimm jetzt die Beine ein bisschen mehr mit. Beug die Beine tief und hoch. Sehr gut. 4, 3. Achtung, an Fersen. Auch hier ein bisschen tief und hoch. 4, 3, 2. Schließen zum Step-Touch. 4, 3. Achtung, wieder an Fersen. Lecker. Zieh die Ellbogen nach hinten. Achtung, Double Step Touch. Hop, hop, tief und hoch, tief, hoch. Letzter. Schwingen. 4, 3. Schließen, Step Touch. 4, 3. Achtung, lecker. 3, 2. Double Step Touch, 2 Stück. Hop. Von vorne, lecker. 4, 3, 2. 2 Double. Tief und hoch. Entschuldigung, Double Step Touch. Man sollte sagen, was man will. Marschieren. Wir gehen aber aufs andere Bein. Zieh die Knie hoch. Sehr gut. 4, 3, 2. Schwingen. Mach die Bewegung jetzt immer größer. Langsam werden wir richtig warm, oder? Achtung, anfärben. 4, 3. Double Step Touch. Wenn ihr jetzt warm seid, dürft ihr kleinen Jump mit einbauen. Hop. Hop. Sehr gut. Lecker von vorne. 4, 3. Achtung, wir kreuzen. Und Curl. Einmal mehr. Schwingen. 4, 3. Letztes Mal. Curl. 4, 3, 2. Kreuzt. Hop. Einer mehr. Marschiere. Gut. Meine Matte war verrutscht. Macht nichts.
Atme nochmal ein und aus. Ich hoffe, langsam seid ihr warm. Bei dem kalten Wetter braucht man ein bisschen länger, glaube ich. So, kommt etwas weiter. Bauch bleibt drin. Bauchnabel zieht ganz leicht zur Wirbelsäule rein. 4, 3, 2. Macht euch klein und groß. Umarmt euch einmal. Streckt euch groß. Klein. Ganz groß. Letzter. Wir gehen in die ersten Squats. Lasst die Arme hinten. Wer jetzt viel saß heute, dem wird die Übung gut tun. Zieh die Schulter nach hinten unten. Bauchnabel bleibt drin, kein Hohlkreuz. Sehr schön. Arme locker. Achte jetzt nochmal drauf. Deine Fußspitzen schauen leicht nach außen. Die Knie schauen in die gleiche Richtung. Oberkörper bleibt aufrecht. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Mach es nochmal ganz langsam. Achtung. 4, 3. Guck, wo deine Knie sind. Hinter den Fußspitzen. Nochmal auf 4 tief. Guck auf deine Technik. 4, 3, 2, 4, 3. 2 tief, 2 hoch. Tief, tief. Komm nochmal richtig schön tief. Achte auf die Schultern hinten, unten. Sehr schön. Weiter atmen, weiter lächeln. Wir geben nochmal Gas. Tief und hoch. Wenn du nach oben kommst, spann den Po ein bisschen an. Es gibt den extra Booty Boost heute. Achten, wir pulsieren. 3, 2, 1. Explosiv hoch. 3, 2, 1. Hopp, Bauch anspannen. Sehr schön. Achtmal tief und hoch. Die Knie schauen immer noch nach außen. Pulsieren. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alles anspannen. Und der letzte. Gut, einmal alles ausschütteln. Wenn ihr wollt, trinkt einen Schluck. Ansonsten machen wir weiter mit den ersten Lunges. Starten wir mit links vorne, rechts hinten. Bauchnabel zieht wieder nach innen. Rippenbögen ziehen nach innen. Schultern tief, zieht euch lang. Langsam tief auf 2. Macht den Schritt richtig schön groß. Und achtet darauf, dass das vordere Knie hinter der Fußspitze bleibt. Langsam wird uns hier kuschelig warm, das ist auch gut so. Ich glaube, wir machen noch ein bisschen schneller. Tief und hoch. Denk immer noch an den Bauchnabel. Auch wenn er so gerne mal da vorne entspannen würde, lass ihn drinnen. Sehr schön. Auch hier Pulse. 3 Stück. 3, 2, 1. Sehr gut. Weiter atmen. Denk an die Schultern. Letzter. Seitenwechsel. Erstmal ausrichten. Großer Schritt. Schultern, Bauch, Rippenbögen. Lächeln. Langsam tief. Schau auch hier nochmal, dass dein Knie hinter der Fußspitze bleibt. Dann machen wir Tempo. Hopp. Hopp. 4, 3, 2. Pulse, 3 tief. Sehr gut. Schön tief. Denk an den Bauchnabel. Ich werde es noch ein paar Mal sagen heute. 8-mal tief und hoch. Letzten 4, 3, 2 und einmal Beine ausschütteln. Sehr gut. So, Beine müssen noch ein bisschen was schaffen. Jetzt machen wir aber erstmal eine entspanntere Übung. Standbein rechts, Spielbein links. Die Arme lassen wir erstmal
in der Hüfte oder vor der Brust, das ist egal. Wir tippen vor, seit, ganz weit nach hinten. Achtung, Crunch. Tipp vor, seit, lass dein Bein noch länger werden, etwas schneller. Vor, seit, rück, hopp. Ihr merkt, wir brauchen ein bisschen Balance und Beinkraft. Wenn ihr jetzt noch beim Crunch ausatmet, dann ist es perfekt. Vier. Drei. Zwei. Lass das Standbein schön gebeugt. Seitenwechsel. Sehr gut. Beim Crunch besonders den Bauchnabel einziehen. Vier. Crunch. Drei. Lass das Bein noch länger werden. So, wir machen nochmal einen Seitenwechsel. Wenn ihr wollt, bleibt das Bein jetzt in der Luft. Wenn ihr nicht wollt oder umfallt, lasst die Fußspitze unten. Sehr gut. Vier mehr. Letzten zwei. Allerletzter. Achtung, wir bleiben hier. Pulse. Noch ein bisschen was für die Rückseite. Schultern tief, Arme lang. Ferse schiebt Richtung Himmel. Arme paddeln dazu. Jetzt wird es koordinativ anspruchsvoll für heute. Letzte vier. Drei. Zwei. Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr echt gut. Andere Seite. So, tief durchatmen. Wer schafft, lässt die Fußspitze wieder in der Luft. Beugt euer Standbein, zieht den Bauch ein. Letzte vier. Sehr gut. Zwei. Letzter. Pulse. Schieb die Ferse Richtung Himmel. Schultern tief. Bauch rein. Nacken schön lang. So, Koordination ist gefragt. Paddeln dazu. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Gleich geschafft. Vier. Drei. Zwei. Und einmal lösen. Trinkt gerne einen Schluck, wenn ihr es braucht. Ansonsten machen wir gleich weiter mit Plie-Squats. Ja, uns ist warm. Fersen, schau nach innen, Fußspitzen nach außen. Leggings sortieren. Hände erstmal in die Hüfte, langsam tief. Tief. Je nachdem, wie flexibel ihr in der Hüfte seid, kommt ihr jetzt tiefer oder höher. Ist jetzt aber auch erstmal gar nicht so wichtig. Fokus auf die Bewegung nach oben, auf den Po. Achtung, wir nehmen die Arme dazu. Lang über die Seite. Hoch. Seite wieder tief. Hoch, hoch. Sehr gut. Die Schultern müssen heute ein bisschen mitarbeiten. Ihr wisst, was kommt? Ein bisschen schneller. Tempo. Schau darauf, dass die Knie immer ein bisschen weiter nach außen schauen. Oberkörper bleibt so aufrecht, wie es geht. Wir machen Pulse. Achtung. Drei, zwei, eins. Gerade, schöne Rücken. Vier mehr. Sehr gut. Zwei. Allerletzter. Achtung, wir bleiben tief. Hände vor die Brust, die Fersen im Wechsel. Hoch und tief. Hoch, tief. Oberkörper bleibt aufrecht. Handflächen drücken gegeneinander.
Fersen etwas schneller. Tempo. Hopp, 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 hopp. So, der ganze Körper arbeitet mit. Gleich haben wir es geschafft. In 4, 3, 2. So, die Beine haben Pause. Schüttelt sie einmal aus. Wir schnappen uns die Hanteln. Und jetzt kommt wirklich der Oberkörper dran und die Beine haben Pause, versprochen. Später machen wir noch Bauch intensiv zusammen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir starten mit Bizeps Curls. 8-mal. Langsam. Beine so leicht entriegelt, parallel. Bauchnabel zieht nach innen. Hüfte ist aufgerichtet. Wir machen nochmal 8 schnelle, oder? Hopp. 7. 6. 5. Gleich im Anschluss Trizeps in der Skifahrerposition. Das kennt ihr eigentlich von mir. Ich zeige es euch trotzdem. Achtung. Hopp und tief. Lang und tief. Der Rücken ist gerade. Ellbogen schau nach oben. So, als nächstes rudern wir. Wir ziehen wie ein Getränkekasten hoch. 8. 7. 6. Sehr gut, weiter so. Macht den Rücken schön lang. So, und jetzt haben wir Adlerflügel. Ganz lange Flügel. Auf. 7. 6. 5. 4. 3. Wie klingt das, wenn wir das Ganze nochmal von vorne machen? Start mit Bizeps. 8. Insgesamt noch 2 Runden. Das ist unser kurzes, knackiges Armworkout. 4, 3, 2, Skifahrer, go. 8, 7, versucht an der Hüfte zu bremsen und nicht an der Brust. Letzten 4, langer Rücken. 3, 2, Getränkekasten hochziehen. Hopp und tief. 7. Der ganze Rücken arbeitet mit, der Rücken ist schön gerade, Beine leicht gebeugt. Adlerflügel, auf und zu. Noch 4, 3, ist ganz schön anstrengend. Letzte Runde. 7. Noch 4, 3, 2, Trizeps, Skifahren. Denkt dran, rechtzeitig zu bremsen, am besten an der Hüfte und nicht erst an der Brust. 4, 3, wenn die Beine ein bisschen mehr mitarbeiten sollen, noch eine Etage tiefer fürs Getränkekissen heben. Achte drauf, dass die Arme die ganze Zeit unter Spannung sind. Letztes Mal Adlerflügel. Spannt sie weit auf. Stellt euch vor, die Handrücken wollten hinter dem Rücken zusammen kuscheln. Noch 4, 3, 2. So. Und das war unser kurzes Armworkout. Wir gehen auf die Matte und starten mit ein paar Kombis. Die Kombis sind jeweils 2 Minuten lang. Deswegen mache ich kurz die Stoppuhr an. So, und wir starten mit der ersten Kombi, herabschauender Hund und Stütz. Einmal Po hochschieben, einmal wieder gerade. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung sind Shoulder Taps. Variante, Knie runter, weitermachen. Okay? Beide Übungen jeweils 30 Sekunden, 2 Runden. Das ergibt 2 Minuten. Das machen wir ab jetzt. Und wir starten gleich mit dem Hundstütz in 3, 2, Hundstütz, los geht's. Macht euer Tempo, deswegen stoppe ich lieber die Zeit, damit ihr euer Tempo machen könnt. Und die Technik geht wie immer vor. So,
Variante auf den Knien. Je nachdem. Auf geht's. Hoch und tief. Vergesst nicht, hier rechtzeitig zu bremsen und nicht durchzuhängen, okay? Gleich geschafft. 10 Sekunden. Shoulder taps. Achte darauf, die Hände direkt unter der Schulter zu parken und nicht zu weit nach vorne zu gehen, okay? Lockern. Ihr dürft euch auf den Rücken legen. So, und zwar Crunches und Leg Raise im Wechsel. Aber kleine Leg Raise. Das heißt, angewinkelte Beine und im Wechsel. Okay, Crunches kennt ihr, deswegen starten wir mit den Crunches. In 3, 2, 1, go. Auch hier macht ihr einfach euer Tempo. Achtet drauf, dass ihr zwischen Kinn und Brust mindestens einen Tennisball Platz habt. Wenn es mit den Armen an der Seite zu viel ist, nehmt die Arme nach vorne. 10 Sekunden. Zeit ist oben, Kopf ablegen, Bein rechter Winkel im Wechsel tief. Ich habe heute extra wenig Bauch gemacht, damit ihr gleich alle noch bei Bauch intensiv einschaltet. Dann lohnt sich's heute richtig. 10 Sekunden. Lasst den unteren Rücken schön fest in der Matte. 3, 2, 1. Zurück zu den Crunches. Atmet aus, wenn ihr hochkommt und ein, wenn ihr zurückkommt. Letzte Runde, Beinenwechsel. Unterer Rücken ist schön fest auf der Matte. Der Kopf und Nacken dürfen ganz arg entspannen. Schultern sind entspannt, unterer Bauch ist fest. Achtet darauf, dass ihr ein bisschen weiter als eigentlich von dem Körper wegtippt. Guckt mal, ob ihr noch 5 cm weiter vom Körper wegkommt beim Tippen. Und dann solltet ihr merken, dass die Spannung ein bisschen größer wird. Und das ist gut so, denn wir sind in 3, 2, 1, fertig. So, eine Übung habe ich noch für euch. Und dann habt ihr es geschafft für heute. Die Abschlussplank muss immer sein. Eine halbe Minute in der Mitte, eine halbe Minute pro Seite. Zum Schluss noch mal eine halbe Minute in der Mitte. Und dann haben wir es geschafft für heute. Ihr dürft in der Mitte und der Seite jeweils alle Übungen mit einbauen, die euch einfallen. Mal gucken, was uns so einfällt oder ob wir einfach nur halten. Wir starten ab jetzt. Ihr habt immer die Option, die Knie abzusetzen. Achtet darauf, dass der Rücken schön gerade bleibt. Stütz. Auch hier habt ihr Optionen.
Positionen. Unteres Bein oder beide Beine anwinkeln. Vielleicht geht noch was dazu. Drei, zwei, Wechsel. Fabian gibt richtig Gas, okay. Wir machen gleich noch bauchintensiv. Zehn Sekunden, ihr Lieben. Drei, zwei, zurück zur Mitte, letzte halbe Minute. Geschafft. Ihr dürft liegen bleiben. Wir machen noch ein kleines Stretching zum Schluss. Und dann hoffe ich, dass ihr jetzt alle eure Muskeln spürt und dass ihr gleich noch bei Bauchintensiv einschaltet. Wir dehnen es erstmal ganz gemütlich. Stützt die Hände neben der Brust auf, drückt euch sanft nach oben. Atmet tief durch. Schiebt den Po nach hinten. Arme lang, Stirn Richtung Matte. Rechtes Bein nach vorne oder vorderes Bein in unserem Fall. Die Hüfte sinkt schön tief. Arme lang nach oben und leicht nach hinten. Auflösen, Seitenwechsel. Arme lang nach oben, leicht nach hinten. Dann stützt euch auf dem Bein auf, kommt nach oben. Ganz kurz noch was für die Beine. Gleiches Bein nach vorne. Auflösen, Seitenwechsel. Gleiches Bein nach vorne. So, dann bleibt in einem schulterbreiten Stand. Atmet ein, wir gehen über die Seite, an beiden Füßen vorbei. Seitlich wieder hoch, machen oben Richtungswechsel. Streckt euch richtig lang, locker tief. Noch einmal in jede Richtung. Bleibt hier. Applaudiert euch selber. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns gleich nochmal beim Bauch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.